Hi Freunde, willkommen zurück bei Batman. Ja, wir waren hier stehen geblieben, dass wir jetzt entscheiden können, also gehe ich mal davon aus, dass wir jetzt entscheiden können, wer den Laptop bekommt, Bruce oder Batman. Und ich habe mich ja quasi schon entschieden. Yes, that was a good one. Hey, you two. What's going on with you guys? Harley, what a surprise. You guys get me a black site location or not? The answer better be yes, Harley. Okay, wir sollen. We didn't find the location to the black side yet, but we did uncover the code name for whatever you're after. Project Lotus. Ring any bells? And what is Project Lotus? What do you want? Shouldn't you be informing your men they work for me now? You? You can't even keep these two from colluding. Puddin? Are you kidding me? He's loyal to a fault. I'm loyal, Harley. Yeah. Definitely. Ja, uns gegenüber, sozusagen. Because you need help. The mole. Oh, jetzt kommt's. Man, you maybe possibly potentially can't handle it alone. I'm really the only man for the job. Me and only me. Warum guckt sie uns jetzt so an? You time out. And you, we need to talk. Okay. Jetzt mache ich mir Sorgen. Bruce, Bruce, Bruce. Ja. Da ist der Laptop drin. This here is one of my favorite toys. Helps me make boring things into pretty things. Ja. Can you be a smart guy and guess another one of my favorite toys? Come on. You can do it. Is it John? Oh, look at that. There are some neurons firing in there after all. Oh. You two are getting echt? A little too close for comfort. Oh, das war jetzt echt. Ich dachte erst der Hammer. So I'm making a new rule. Hands off. Point is, John's mine. And mine alone. So don't play with my toys, or I'll bash in that pretty face of yours. Ich habe jetzt eigentlich echt was Schlimmeres erwartet, muss ich ehrlich zugeben. Of course. Was your accomplice successful? Ja. Looks like. I'm on my way to meet him now. Also wie gesagt, wir kriegen ihn dann also als Batman. Oder dass das Abklatschen, das war jetzt dann dafür gedacht, wie nah wir John kommen dürfen. Sieht schon anständig hinabgleiten. Ach komm, wir machen mal eine Rauchbombe. Aber Harley with a halo on this shoulder telling me not to do it and then the bat on the other whispering just get it John. The halo and Harley the horns. You must run across this in your line of work. How do you deal with doing something good when you might be hurting someone you love? Because it certainly didn't feel good. Quite the opposite in fact. Okay, machen wir mal. When you do, it means you're not cut out for this life. Sounds like you have to put a pillow on the faces of whoever's on your shoulders. I did bring the thing, by the way. Don't you worry. Okay, aber was? I bring you the Gorgon's head. Ich frage mich jetzt, wo er den her hat, in seine Arschtasche gehabt oder so? Also in Dings hätte ich eine Arschtasche, sondern. Is Batman happy? You look pretty happy. Well, I'm happy. I did something for you. Maybe you could do something for me.
like? Teach me anything. What about those boomerangs you have? I promise nein. For, you know, hero things. Probably. Okay, wir bringen ihm mal was bei. Fine. Einfach mal gucken. Okay, es ist wirklich die Batarangs. Batarang. Long range weapon. Effective. Dangerous. Your turn. On my hand. Ein Versuch mehr nicht. Hoffentlich. Use your free hand to help you aim. It'll follow your elbow. Don't overthink it. Just throw. Yeah. Oh, dang. It's okay. Practice makes perfect. Das reicht. Can I keep it? Nein. Damit nein. Working with you, Batman. It's just been wow. Das wäre mir zu risikoreich. It's been an honor. If you ever need someone to watch your back, you know I'm good with a Batarang. And I have a lot of guns too, if that helps. This is exciting. A new leaf. It's a new beginning. Don't let me find you hiding in the shadows again. Loud and clear. Do you have a cape? Because I was thinking about updating my look. Es ist ganz schön alles. Weil Joker ist jetzt echt überall ab dieser Episode. Erst bei Bruce, erst bei Batman. Mit wem stellen wir uns gut, mit wem stellen wir uns schlecht sozusagen. Also wir sind immer in ein und dieselbe Person. Diese Charade ist nervenaufreibend. Und hier ist Blut. Und da ist Selina. Selina. I had nowhere else to go. I guess I was a fool for thinking I'd be safe here. How did you get inside? Just what are you insinuating, Bruce? That I broke in? Well, ja. I mean, no, genius. I was invited in. Das waren halt die Cops. Maybe we should just start from the beginning. What happened? I'm glad you're here. Alfred, Bruce. Sie echt reingelassen? I dressed the wound as best I can. I trust you told him about your motorcycle accident. I was just about to. Hope you don't mind me tending to her wounds. Couldn't turn her away, not in her condition. It's all right. Zoma. Call me first next time. This is my house as much as it is yours. I shouldn't have to ask permission to help a friend in need. You still should have called me. Give us a minute, would you, Al? Wenigstens sagen können, dass sie da ist. Wir kommen hier rein, ob wir mal Blut. Erstmal, ich dachte, Alfred ist verletzt. Pretty sure he's on the verge of a nervous breakdown. And you don't want to be the one who pushes him over the edge. Alfred, you're the one bleeding on my couch, Selina. It's not as bad as it looks. Could have fooled me. Whoa, what are you doing? Relax. Abmachen. I'm just changing out the bandage. Be a doll and hand me a clean piece of gauze. Das könnte ich mir denken, das war jetzt so provokant, dass wir helfen sollen. Also, es war garantiert nicht der Motorrad im Fall. Es waren die Cops. He must have mentioned he was coming after me. Okay, sagen wir mal so. He's a good man, a good officer. So you did know. Oh. Why didn't you warn me? I thought we were friends. I tried, but you ran out and wouldn't listen. And in return, I get life in prison? And yep. I thought you cared about me. Listen,
This little game we play. You know I've always enjoyed it. The tit for tat. It's fun. But tonight, you've taken it too far. Wait. Sie ist auch oft genug weit gegangen. Is that why you came here? To guilt trip me? No. I came for Harley's laptop. Why is the laptop so important to you? I wanted to get payback for Riddler. On my own terms. I let my temper get the best of me. But this is bigger than my vendetta. I want to find alles ist größer als Rache. Before they do. The laptop is useless without Riddler's decryptor. Good thing. Sie hat ihn dabei. You have the goggles too? Ja. Not so fast. What are you offering me in return? You know when it comes to me, nothing is for free. You give me the decryptor and we will crack this code together. I promise. Okay. I'll give it to you. But on one condition. What do you want from me, Selina? I want you to admit that you need my help. I want you to say, Selina, I need you. I can't do this. Say it and it's yours. Wenn, dann brauchst du mich. Is that so? You wouldn't be here if you didn't. Maybe you're right. Es ist echt ein gefährliches Spiel mit ihr. Weil es ist... Umarmen will ich es jetzt nicht. Definitiv nicht. Let's just keep it professional this time. Das ist jetzt gerade echt einfach nur... Sorry, did you think I was... That's not... Denk mal, sie würde uns einfach gerade nur bestehlen. So, what now? Gucken wir uns das Teil an. Versprochen ist versprochen. Don't leave me hanging. Come downstairs. What's downstairs? You'll see. Ach so, ach stimmt. Wir haben es versprochen. Ich hoffe mal, es ist jetzt kein... Also irgendwo vertraue ich ihr schon. Genauso sehr, wie ich John vertraue. Aber genauso vertraue ich den beiden nicht. Es ist... alles ist hier ein zweischneidiges Schwert. Entweder tötet man jemanden oder man wird getötet. Sozusagen, ne? Das war jetzt nicht unbedingt, glaube ich, nicht so die beste Metapher oder halt beste Vergleich. Ja. Man muss sehen. Macht das mit großen Augen. Aber wer würde das nicht machen, wenn auf einmal eine Batcave steht, ja? Also eine Betthöhle. Die Anzüge. This place. It's really you. Rich men and their toys. Only thing missing is a wet bar. Just don't get too comfortable. I wasn't planning on moving in. Na, wer weiß. I know how hard it is to let people in. The fact that you've done that, it means a lot to me, Bruce. I didn't give a damn about anyone else until I met you. Huch. Lebensverändert das. Das war jetzt. Don't let it go to your head. Nein. I know you said you'd like to keep it friendly, without benefits, and I'm okay with that. I am. But I still want you to know. You've left a mark on me. You're the first person who's made me feel like, I don't know, like, I might actually be... Jeder kann Gutes tun. Do you maybe... Das ist einfach so. Feel the same? Okay, wir bleiben mal Freunde. Safer for both of us to keep our feelings out of it. Work partners, then. Ja. Ich denke, das ist mir persönlich irgendwie lieber. Es ist mir einfach
Das ist mir zu gefährlich mit ihr. Das ist, weil sie hat wirklich extrem viel auf dem Kasten. Und das ist das, was mir jetzt so Sorgen macht, ne? So, dann wollen wir mal gucken, was dabei jetzt so rauskommt. Alfred, thank you. So, steck eine USB rein. Behalt. Bereit doch mal die Brille vor. Accessing Sanctus Project Lotus Files. Retinal scan required. Let's try this again. Oh Gott, das sieht echt irre aus. Access granted. Okay, jetzt kommt's. Wer ist diese Sanctus-Gruppe? The back computer will scan for viruses and other safeguards before we can have access to the data. Also wird das mal ein bisschen gequatscht. Wir müssen ein bisschen mit beiden quatschen oder so. Okay, nee, wir sollen mit Alfred halt reden. Ach, Selina ist im Auto. Gehen wir erstmal zu Selina. Natürlich reden wir erstmal mit wem anders, bevor wir... Aber eigentlich haben wir doch alles gesagt. Selina. So, what do you think is next for us? I don't know. I don't have huge expectations. Maybe save the world a time or two. Ich bin aber echt mal gespannt, was diese Sanctus-Gruppierung ist. Das ist echt. There's a lot of interesting tech down here. How you did it all, I'll never know. And it's more hospitable than the abandoned subway those maniacs call home. But just barely. Okay, ich bin froh, dass wir Freunde. Ich denke mal, sie will. Freut sich nicht so drüber. This feels like the beginning of something good for both of us. Ja, stimmt das jetzt oder stimmt das nicht? Das ist die Frage. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Gehe ich nicht davon aus. Wo geht's jetzt hier? Hier. So, dann reden wir mal noch mit Alfred. Und dann wird die Folge auch schon mal vorbei sein. Gucken, was das Gute noch so zum Vermelden hat. I finished up a new feature for your contacts. Lucius nearly completed it before. Well, I've been fiddling with it to keep myself occupied. At any rate, your contacts now have the capability to detect heat signatures. Cold, too. Das ist natürlich ganz cool. Well, with Mr. Freeze, you never know. Das stimmt. Sure it'll come in handy. I'm impressed you felt close enough to want to welcome them into the Batcave. Naja, man muss ja irgendwann mal meinen. Why? What is it about her? Not that I'm judging, mind you. Difficult to take it back at this point. Ich brauch... It's business. Machen wir das Eis geschäftlich. Okay. I see. Oh, das ging schnell. Sounds like the laptop is safe. Okay, dann ist jetzt hier erstmal vorbei. Mal gucken, was da das dann mit Projekt Sanctus auf sich hat. Das erfahren wir alles in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr schaltet auch wieder ein. Bis dahin, haut rein.